Machen Sie es. Sehr geehrte Damen und Herren, ja, der Hinweis von der FDP auf das Nullwachstum der NRW-Wirtschaft ist ehrlich gesagt längst nicht mehr aktuell. In der Rede haben Sie es deswegen auch gar nicht mehr angebracht, sondern sind nur auf einzelne Aspekte angegangen. Aber wenn wir uns das eben einmal genau angucken, im ersten Halbjahr 2016 betrug das BIP in Nordrhein-Westfalen 2,1% und war damit annähernd auf Bundesniveau. Ein Fünftel des gesamten deutschen Bruttoinlandsprodukts wird in Nordrhein-Westfalen erwirtschaftet. Ich könnte noch einige weitere Aspekte hiermit bringen. Es geht darum, dass wir hier in Nordrhein-Westfalen jetzt mit 9,7 Millionen Erwerbstätigen so viele Menschen in Arbeit haben wie noch nie zuvor. Wir sind Spitze, was das Thema gewerbliche Existenzgründung angeht. Das heißt nicht, dass es nicht noch besser geht, aber diese Zahlen zeigen eben auch ganz klar, es gab hier in Nordrhein-Westfalen in den letzten 7 Jahren rot-grüner Regierung keine ideologische Blockadepolitik. Und Sie sprechen Infrastruktur an. Bei der Straßeninfrastruktur haben wir Planungskapazitäten, auch die Mittel des Landesbetriebs Straßen NRW für externe Ingenieurleistungen massiv erhöht. Der eingeschlagene Weg, Straßenerhalt vor Straßenneubau zu stellen, muss weiter konsequent beschritten werden. Das ist eine ganz klare Linie. Und zur Infrastruktur gehören aber eben nicht nur Steine und Beton, sondern auch die digitale Infrastruktur. Wir investieren bis 2018 bis zu 500 Millionen Euro in den Breitbandausbau, damit wir auch weiterhin die Nummer 1 unter den bundesdeutschen Flächenländern bleiben. Ich hätte erwartet, dass Sie auf solche Punkte eingehen, wenn Sie mit dieser Überschrift hier einen solchen Antrag machen. Aber Sie haben eben einerseits im Antrag nur Halbwahrheiten verbreitet, einseitige Sichtweise und sehen dann aber hier, und auch im Antrag kommt das dann immer wieder vor, eigentlich ist es dann eben entlarvend, dass Sie die Lage der Wirtschaft von einem fehlgeplanten Kraftwerk abhängig machen. Und ehrlich gesagt, das ist sowas von lächerlich. Ja? Sie holen hier ein Thema wieder hervor, was Sie ja am Anfang der Legislaturperiode rauf und runter gespielt haben. Sie holen das Thema aus der Mottenkiste und zum Kraftwerk Datteln und Ihren Behauptungen im Antrag. Nur weil das Kraftwerk schon so gut wie fertig gebaut ist, heißt es noch lange nicht, dass man Grenzwerte und die Gegebenheiten vor Ort einfach außen vor lassen kann. Die Werte zum Beispiel für Quecksilber in der Region sind hoch und das Kraftwerk Datteln wurde nun mal neben einem FFH-Gebiet gebaut, was besonderen Schutzcharakter verdient. Und auch wir Menschen müssen vor Quecksilber geschützt werden. Denn Quecksilber ist ein Schwermetall, das sich bei uns allen im Körper ansammelt, vor allen Dingen aber bei Schwangeren, für die späteren Kinder zu extremen Schäden führen kann und eben auch bei kleinen Kindern zu Schäden am Gehirn führen kann. Und es gibt, sehr geehrte Damen und Herren, eine Technik, mit der die Quecksilberemissionen reduziert werden können. Diese Technik wurde in Nordrhein-Westfalen entwickelt. Sie wird längst in den USA eingesetzt. Und das soll hier nicht gehen. Also das soll mir noch mal bitte einer erklären. Und wenn Sie dann darauf eingehen, auf Quecksilber und auch auf Garzweiler, wo Sie dann auf einmal auch hier wieder rückgeleitet sind, ich finde ganz ehrlich, Sie, liebe FDP, aber Herr Hovenjürgen, Sie waren da gerade bei Ihren Äußerungen nicht viel besser, dass eben Sie es nicht so mit dem Schutz der Umwelt und auch dem Schutz der Menschen an dieser Stelle haben, ist ja ehrlich gesagt keine Neuigkeit. Aber ich frage mich ganz ernsthaft, was wollen Sie eigentlich atmen, essen und trinken, wenn Sie mit Ihrer ideologischen Wirtschaftspolitik unsere Lebensgrundlage kaputt gewirtschaftet haben? Wir brauchen doch eine Wirtschaftspolitik, bei der nicht Wachstum über allem steht, sondern Menschen und Umwelt ebenfalls wichtig sind. Dann haben wir es wirklich mit Nachhaltigkeit zu tun und die Zukunftsfähigkeit von uns, zukünftigen Generationen und unserer Wirtschaft kann dann gesichert werden. Und Sie sehen, wir sind da komplett anderer Meinung. Frau Kollegin, entschuldigen Sie. Unterbreche Sie uns. Ja, aber ich ahnte es, deshalb würde ich Ihnen gerne noch mitteilen, dass Herr Kollege Hovenjürgen Ihnen sehr gerne eine Frage stellen möchte. Eine kurz vor Ende Frage. Ja, bitte schön. Ja, Herr Kollege, bitte. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Brems und Herr Präsident, dass diese Zwischenfrage möglich ist. Frau Kollegin Brems, ich hatte in meiner Rede ausgeführt, dass der Grenzwert für neue Kraftwerke 0,01 Milligramm ist und dass Uniper in Gesprächen mit dem Ministerium angeboten hat, einen Wert von 0,04 Milligramm
Milligramm, also eine deutliche Unterschreitung dieses Grenzwertes zu liefern. Und trotzdem hat das Ministerium auf einen Wert von 0,002 bestanden. Entschuldigung, ich habe eine Null weg, das stimmt. Insofern, es ist ein deutlicher Hinweis des Unternehmens gewesen, alle Anstrengungen zu unternehmen, und trotzdem unterläuft man noch einmal den Ansatz. Ich finde das im Umgang auch, was Sie jetzt hier ausgeführt haben, nicht ganz fair. Das interpretieren wir jetzt mal als Frage. Als Frage, Entschuldigung, zum Schluss war das Fragezeichen, Herr Präsident, Sie haben vollkommen recht. Okay, ich habe die Frage schon irgendwie gehört. Aber ganz ehrlich, ich sage an der Stelle noch mal einen Punkt. Man muss dann eben in der Region nicht nur das eine Kraftwerk an sich betrachten, sondern die Region an sich mit weiteren Kraftwerken in der Umgebung und was eben auch sonst da noch ist. Und ehrlich gesagt war ich bei Gesprächen mit dem Unternehmen nicht dabei. Ich kann an der Stelle nicht fürs Ministerium sprechen. Das werden Sie mir an der Stelle sicherlich zugestehen. Sie haben aber an meinen Ausführungen eben gemerkt, wir kommen hier auf keinen Fall zusammen, und deswegen lehnen wir natürlich Ihren Antrag ab. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin Brehms.